in unserem Zarenzimmermann geht es darum, dass wir einen Zaren erleben, der als junger Mensch seine Begabung entdeckt zur Malerei und die sehr gerne leben möchte und dadurch in Konflikt gerät mit seiner Rolle als Herrscher. Und dieser Konflikt wird irgendwann so stark, dass er aus diesem Zwang flieht. Und er flieht in eine Welt, die eine Welt der Kunst ist, die bei uns angesiedelt ist in Berlin-Dahlem der 20er Jahre, die symbolisch für eine Zeit der absoluten Freiheit und der großmöglichsten Vielfältigkeit in der künstlerischen Ausübung steht. Historizität des Stückes, also der historische Plot, dass der Zar Peter der Große damals tatsächlich inkognito auf einer Werft war, um den Schiffsbau der Holländer ein bisschen zu studieren, ist eigentlich nur ein Kolorit, das Lortzing dem Stück zugrunde gelegt hat, was aber nicht weiter Relevanz hat für die Entwicklung des Stückes. In der Beschäftigung mit dem Stück ist uns aufgefallen, dass gerade die Figur des Zaren, so wie die Rolle angelegt ist, so wie der Charakter sich zeigt, mehr Tiefe und Bedeutung hat, als man das oberflächlich gesehen erahnt. Und Ausdruck verleiht dem Ganzen die Musik, also die Komposition seiner zwei Arien, verrät wirklich sehr eklatant, dass da ein Problem verhandelt wird, dass dieser Mensch einen Konflikt hat. Und das hat uns interessiert, das fanden wir spannend. Und um das herauszuarbeiten und um das theatralisch auf die Spitze zu treiben, sage ich mal, sind wir dann irgendwann auf diesen Konflikt gekommen, dass man eben als Herrscher geboren wird in eine Situation, in eine Rolle hinein, die nicht unbedingt immer für diesen individuellen Menschen erfüllbar ist. Also, und das ist etwas, das ist zeitlos, das ist ein Problem, das gibt es heute noch. Und um das ganz klar sichtbar zu machen, sind wir über das Thema der künstlerischen Begabung gegangen, das einhergeht mit einer hohen Sensibilität, die sich nicht vereinen lässt mit manchen Aufgaben, die man dann als Herrscher auch zu erfüllen hat, beispielsweise einen Schießbefehl zu unterschreiben. Und dieses Talent, diese Begabung drängt so sehr in ihn, dass ihm eigentlich nur noch die Flucht bleibt.